Man nennt mich auch den Schnitzelkönig von Düsseldorf. Allerdings bin ich auch Schnitzelkönig bei Gaumen raus oder Gaumenschmaus. Wie viel Schnitzelrezepte haben wir gemacht? Ah, ich habe aber noch eins. Schnitzelpizza. Wenn's schmeckt, dann wär's ein Gaumenschmaus. Kann aber auch im Desaster enden, als fieser Gaumengraus. Die Zutaten: 300 Gramm Gouda-Käse, 2 XXL Tomaten, ein knappes Kilo Schweineschnitzel, ein Päckchen Fertigsoße, eine Stange Lauch und 500 Gramm Schweinehack. Die Dinger hier, diese Lappen, sind mir doch etwas zu dick. Und womit fangen wir an? Die hauen wir ein bisschen platt. Die Küche wollen wir uns nicht einsauen. Ganz alter Tipp. Feste Kunststofftüten und dann, tada, gib ihm. Es gibt nur einen Grund, sein Fleisch zu klopfen. Es wird flach und gleichmäßig dick. Der Profi sagt dazu, plattieren. So, wie geht's weiter im Text? Boah, jetzt sind wir ja fit hier. Das ist Frühstückstraining vom Allerfeinsten. Aber jetzt steht hier im Rezept, ich soll die Dinger schon mal schön panieren und knusprig braten. Und danach schneiden wir das Gemüse. Nein, wir schneiden erst das Gemüse, damit wir nachher unsere saftige Schnitzelpizza so richtig schön zusammenbauen können. Das ist doch wohl normal, oder? Jawohl, Chef. Und gleich noch eine Ansage. Ja, das wird gewaschen. Guck mal, was hier für Dreck drin ist. Hier, da, wollen wir nicht haben. Das hier schmeißen wir nicht weg. Das da unten kriegst du nicht sauber. Das könnt ihr gerne wegtun. Das habe ich schon lange nicht mehr erwähnt. Das hier oben, das Grüne, lege ich mir an die Seite und koche mir davon noch ein Süppchen. Nicht wahr? Nach dem Lauch kommt die Schwester dran, die Zwiebel. Die schneidet Dirk ebenfalls in Scheiben. Was der Hoffmann da genau macht? Er kocht ein schräges Internetrezept nach, die berüchtigte Schnitzelpizza. Und da dürfen Tomaten nicht fehlen. Auch nicht zu dünn. Die Kanten tun wir weg, weil nach dem Garprozess die Schale einfach zu fest wird. Die stecken wir uns ins München. So, und jetzt wird das Schnitzel in der Pfanne verrückt. Jetzt werden wir die Schnitzel panieren, ausbacken. Und dann fügen wir das Ganze zusammen zu einer saftigen Schnitzelpizza. Aber zum Schnitzel, da möchte ich euch noch gerne ein bisschen was erzählen. Genauer gesagt, zum Schnitzelfleisch. Das holt unser Maître de Schnitzel natürlich an der Fleischtheke. Ein richtig geiles Schnitzel. Ist für mich vom Schwein und nicht vom Kalb. Weil Schwein hat viel mehr Aroma. Und dann bitte aus der Oberschale und nicht aus dem Rücken. Das wird viel zu schnell trocken. Und hier in unserem Rezept kommt es nämlich noch dazu, dass wir es zweimal backen müssen. Und bei der Oberschale gehe ich sicher davon aus, dass es saftig bleibt. Genau. Siehste. Allein durch Marmorierung. Geil. Und was passiert mit den Schnitzeln? Die werden jetzt paniert. Auch da gibt es eine Info vom Schnitzelmeister. Ein kleiner Küchentipp. Ich gebe einen Hauch Milch mit in die Eimasse hinein, damit uns die Schnitzel nicht zu schnell anbrennen. Aber nicht nur den gibt's heute umsonst, denn wir machen heute 2-for-1. Diese Schnitzel würde ich in dem Fall nicht würzen, weil wir sie zweimal backen. Wir würzen ganz einfach hier die Eimasse. Denn Dirk muss die Schnitzel erst braten und dann nochmal als Pizza backen. Also nicht in der Pfanne totbraten, bitte, sonst wird die Pizza später staubtrocken. Und dann kann's losgehen. Pfanne schießen wir schon mal heiß. Und jetzt hier, lasst euch das von einem Schnitzelkönig genau erklären. Ganz, ganz wichtig. Fett heiß machen und direkt nach dem Panieren in Gutöl, ganz normales Pflanzenöl, die Schnitzel von beiden Seiten schön braun backen. Das macht der selbsternannte Schnitzelkönig aus Düsseldorf im Schlaf. Erst melieren. Dann einmal durch das gewürzte Ei ziehen, grobes Paniermehl leicht andrücken und, ganz wichtig, direkt in die heiße Pfanne geben. Tipp: Wenn der Rand leicht braun ist, kann man die Schnitzel wenden. Knusprig, knackig, goldbraun. Ich könnte jetzt so da. Nö, das ist der Pizzaboden. Wie geht's weiter? Und jetzt bauen wir zusammen hier unsere saftige Schnitzelpizza.
Da steht jetzt korrekterweise eine Fettpfanne und bitte vorher ordentlich einfetten. Tipp von mir, Backpapier, das Älteste und überhaupt, denn wenn was anbackt, dann backt es hier drauf an. Los geht's mit dem Bau der Schnitzelpizza. Zuerst der Boden. Bauen wir jetzt zu einem Rad zusammen, denn es soll ja eine Pizza werden, nicht wahr? Und die ist meistens rund. Was wohl die italienischen Kollegen zu dieser Pizza sagen würden? Es geht weiter mit dem Belag. Bisschen skeptisch bin ich ja wirklich. Das Gemüse ist nicht vorgegart, das muss alles noch im Backofen garen. Bei dem Lauch dann Tomate anstelle von Tomatensoße. Nach Schicht Nummer 3 folgt Schicht Nummer 4. Ein ganzer Haufen Zwiebeln. Tja, aber da fehlt noch was. Ich habe was falsch gemacht. Der wollte das Mett, die, wer auch immer, das Mett auch noch auf die Schnitzel packen. Ich pack's jetzt da oben drauf, dann haben wir da auch ein paar Schichten mehr. Das wird optisch der absolute Hingucker. Habe ich mich aber jetzt gut rausgeredet. Also wer es nachmachen will, im Rezept steht drin, das Mett, was ist Schweinemett, vorgewürztes, rohes Schweinefleisch. Wir machen das jetzt als Flöckchen hier noch oben drauf. Und Chef, schon jemals so eine Pizza gesehen? Das ist total wahnsinnig. Aber vielleicht ist der Sinn ja dahinter, dass man hier mit diesem Gericht nicht normal 6 Personen mit 6 Schnitzel satt kriegt. Hier mit kriegst du eine ganze Großfamilie satt. Nach dem Mett folgt eine ganze Dose Champignons. Und dann kommt gleich noch die Krönung. Das Ding ist der absolute Hingucker. Nein, 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 jetzt machen wir noch ein Kilo Käse da oben drauf. Aber Käse ist noch lange nicht Käse. Denn laut Rezept soll auf die Schnitzelpizza ein ganz spezieller Käse. Wir sind gespannt. So ein Schmelzkäse, den könnt ihr gerne auf einen Burger tun. Ist ja der Klassiker. Aber Schmelzkäse besteht zum großen Teil aus emulgierten Pflanzenfetten. Ich nehme da gerne so ein Scheibchen Gouda, denn der ist 100% aus Milch. Ach, herrlich, so ein mittelalter Gouda ist doch immer wieder ein leckeres Stück Käse, oder? Ich hab's Spaß, guck dir das Ding hier mal an. Ich setz das meiner Freundin Manuela hier und meine liebe Freundin in der Jury. Und wenn die das nicht aufgisst, verlässt die hier nicht meine Küche. Der Schnitzelberg bekommt jetzt sein Käsekrönchen. Stolze 1,5 Kilogramm Zutaten und 2500 Kalorien auf einem Blech. Wenn das kein Partyfood ist. Jetzt backen wir das hier erstmal für 35 Minuten. Und fragen uns, ist das XXL-Ding lecker oder ein Rohrkrepierer? Meine Damen und Herren, zu Tisch bitte. Also ich finde das richtig gut. Und den Käse überbacken, super. Vor allem das Schnitzel, da weiß einer, wie das geht. Was sagt der Chef? Das Gemüse ist schön knackig, das Hackfleisch dazu, die knusprigen Schnitzel, das hier ist richtig, richtig lecker. Bingo, ein Volltreffer.